die Stimme von Ginob und Digger und Markus. Und das musst du halt extra, dass man deine Stimme bei jemand anders hört, wenn der das aufnimmt, das müsstest du extra einstellen, ja. Und deswegen, also wenn jetzt irgendjemand, also beziehungsweise in dem Fall bin ja nur ich, aber auch wenn du mit den anderen da Dead by Daylight zockst und die würden das aufnehmen, da würde deine Stimme nicht zu hören sein, einfach weil du das halt nicht eingestellt hast, dass das geht. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das geht. Das hat Axel mir mal gezeigt, bevor wir zusammen NBA 2K gespielt haben. Ja, aber ist ja auch nicht wichtig, willst du ja eh nicht. Also nur jetzt auch, falls ich hier was aufnehmen würde, wäre deine Stimme nicht dabei. Was ist deine Lieblingsfarbe? Die ist doch nicht blau, oder? Echt? Cool. Meine ist auch blau. Ah, meine ist auch blau. Wobei ich wollte. Ich bin mal. Ja, blau ist eigentlich meine Lieblingsfarbe, aber die Lieblingsfarbe von den meisten Menschen auf der Welt ist blau und deswegen hatte ich versucht, dass grün meine neue Lieblingsfarbe ist. Ja, das hat sogar einen richtigen Namen, das Blue Seven Phänomen. Das ist, dass die Lieblingsfarbe von den meisten Menschen auf der Welt 5 ist und die Lieblings. Ach Gott. Die Lieblingsfarbe blau ist und die Lieblingszahl 7. Was ist deine Lieblingszahl? Ja, nicht mehr die 7. Ab jetzt die 37. Weil die Zeit hast du nicht mehr miterlebt, aber so bis Mitte der 90er waren die Postleitzahlen ja noch länger. Und Berlin hatte die Postleitzahl, beziehungsweise, nee, die waren länger? Ich weiß nicht. Also Berlin hatte ja eh so ein bisschen Ausnahme, weil da noch jeder Bezirk eine andere Postleitzahl hatte. Und die Postleitzahl von dem Bezirk, wo ich gewohnt habe, war 1000 Berlin 37. Und also Berlin war so 1000 und dann haben die unterschiedlichen Bezirke noch einzelne, oh, du bist hinter mir, eigene Zahlen gehabt. Und Zehlendorf war halt 37. Und deswegen habe ich die 37 jetzt genommen. Ist auch meine Rückennummer bei meinem Verein deswegen. Sehr gut. Ich wollte dir eine Umarmung geben, aber du bist weggelaufen. Doch, es gibt dafür sogar eine Trophy, wenn du dich mit einem umarmst. Also wenn du gegenüber stehst und beide greifen, machen halt den Griff, dann gibt es dafür eine Trophy. Ja, die habe ich natürlich schon, aber ja, das kann man machen. Ja, mit R2. Aber die Platinum-Trophy kriege ich bei dem Spiel eh nicht. Also verschiedene Sachen, die alle machbar sind, aber eine Trophy ist unmöglich. Und zwar gibt es eine Trophy dafür, dass du 5 ganze Episoden in Folge gewinnst. Das heißt, ja, also ganz am Ende Sieger sein, 5-mal in Folge. Das ist absolut unmöglich. Ich meine, das haben schon vereinzelt Leute geschafft, ja, aber das werde ich niemals schaffen. Ich habe es noch nicht mal 2-mal in Folge geschafft. Gestern hat es Ginob 2-mal in Folge geschafft, aber dann fliegst du halt, ist er bei der dritten Runde gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Ja. Ja, das ist halt die Sache. Du brauchst halt, um zu gewinnen, auch eine große Portion Glück. Ach, und Tipp bei dem Spiel für mich ist immer nicht springen. Springen ist viel zu gefährlich. Ich laufe immer nur von einer Plattform zur nächsten, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und ich bleibe immer außen. Aber das kannst du machen, wie du willst, außen oder in der Mitte. Aber ich würde dir empfehlen, nicht zu springen. Weil das einfach zu gefährlich ist. Da kann dir irgendeiner in die Quere kommen oder du stolperst oder sonst was. Und dann fliegt man raus. Noch 5 müssen rausfliegen. Noch 4. Oh, da bist du. Kriegst du eigentlich mit, wenn du mich siehst? Ich bin ja eigentlich so auf. Nein, bist du raus? Oh. Ja. Siehst du, wo ich bin? Er ist echt blöd. Ja. Wuhu. So.
Also wenn ich alleine spiele, dann will ich so wenig wie möglich Teamspiele haben. Von wann bis wann hast du so geschlafen? Von 9 bis? 9 bis 14:30. Das kann ich nicht. Da. Melone. Melone. Melone Kirsche. Okay. Die Fell. Genau. In der ersten Runde sind es noch nur zwei verschiedene Früchte oder danach werden es aber mehr so. Pfirsich, Banane, Pfirsich, Banane, Melone, Traube. 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 Da. Ah, Idiot. Pfirsich, Kirsche, Orange. Pfirsich, Kirsche, Orange, Banane. Pfirsich, Kirsche, Orange, Banane. Pfirsich, Kirsche, Orange, Banane. Pfirsich, Kirsche, Orange, Banane. Pfirsich, Kirsche, Orange, Pfirsich. Keine Ahnung, wo eine Orange ist. Ah, ne, hier. Ich hab doch Orange gesagt. Ja, hier scheiden eigentlich immer relativ wenig aus. Und wenn dann nur, ja, es sind nur drei Runden. Also wenn scheidet einer in der dritten Runde aus. Ha. Niemand ausgeschieden. Wobei einer ist aus. Ist ja schon ein bisschen Defizit. Hast ja gestern auch nicht so viel geschlafen. Kennst du das? Okay. Also wenn ich das mit Leuten zusammenspiele hier, also mit denen aus meinem Clan, dann brennt da eigentlich nichts an. Das ist mega ätzend. Mann, du Vollidiot! Ey, die schieben gerade richtig schlecht. Oh Gott, wir sind Meilen zurück. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nichts. Ich gehe schon mal vor. Dann mache ich es jetzt nur zu meiner Aufgabe, die Bälle von den anderen Teams zu blockieren. So. Ich hoffe, mein Team kriegt das da hinten hin, weil ich mache mir jetzt nur noch hier Trollen. Du, ich habe hier schon so lange Matches gemacht, weil dann zwei Teams noch übrig sind und die ihren Ball einfach keinen Millimeter voranbekommen. Kommt mein Team mal voran? 74, 75, 76. Ah, 80%. Sieht gut aus. Au! Hast du gerade irgendwas gemacht? Es war gerade ein bisschen Aua im Ohr bei mir. So, jetzt kommt, glaube ich, die vorletzte Runde. Ich habe ja heute wieder Training. Ich habe gestern gerade. Oh, ist doch schon die letzte Runde. Oh. Finale. Das ist das, wovon ich dir. Gestern habe ich mal wieder Liegestütze gemacht, weil ich 2 Tage davor keinen Bock hatte, weil es mir einfach zu heiß war. Aber ich hatte gestern morgens nach dem Aufstehen 15 gemacht. Oh, ich starte hinten.
Und dann den gesamten Tag bis direkt vorm Schlafen gehen nicht mehr. Habe ich halt vorm Schlaf bin ich duschen gegangen, vorm Schlafen gehen, habe bevor ich duschen gegangen bin, habe ich nochmal 30 gemacht, also insgesamt gestern 45. Jetzt nicht riesig viel, aber immerhin nicht gar nichts. Oh, die sind schon lang. Oh, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne. Ah, warte, warte. Nein, ich hab's nicht geschafft. Der ist vor mir. Mano. Nee, meine Schwester ist schon einen Tag nach meinem Geburtstag zurückgeflogen. Mann, oh, ich war erst da oben. Aber dann war die Krone halt nicht da. Oh, warte, ich habe irgendwas freigeschaltet. Weil ich im Level gestiegen bin. Was habe ich freigeschaltet? Ach, ein neues Muster, aber das. Naja, vielleicht. Ne, jetzt ziehe ich nicht an. Muss ich mich nochmal einladen? Oh ja, stimmt. Hast du rausgegangen? Ja, eigentlich sollte das. Keine Ahnung. Mal gucken. Wie gesagt, heute hatte ich bei Twitter gesehen, soll ein neues Update kommen mit zumindest einem neuen Level und neuen Features, die da jetzt noch nicht standen und verschiedenen anderen Tweaks. Also, ja. Mal gucken, wann das kommt, weil wenn es bei Twitter steht morgen, dann kann es ja, ist ja sicherlich nach US-amerikanischer Zeit und so weiter, ja. Ich glaube, ich gehe vor dem Training auch noch mal duschen. Ich bin gerade schon wieder so nass. Macht keinen Spaß. Na, deswegen hasse ich den Sommer. Bist du ein Sommermensch? Magst nicht alle Jahreszeiten. Ach so, du magst alle Jahreszeiten. Aha. Ich eher Herbst. Ja, weil da ist es halt so ein bisschen mild und angenehm. Da kann man manchmal in kurzen Klamotten raus und manchmal. Nein! Scheiße, es wird eventuell knapp. Wird eventuell knapp, wird eventuell knapp. Ne, ich glaube, ich schaff's, aber eventuell wird's knapp. Jetzt war ich aber nach dir. Ja, und da kann man sich dann auch abends im Bett oder nachts im Bett schön einkuscheln und einmümmeln. Finde ich viel schöner als im Sommer. Ja, wobei im Sommer natürlich ist schön, wenn du dann, keine Ahnung, mal ins Schwimmbad gehen kannst oder so, mache ich ja durchaus ganz gerne. Ich wollte es nur mal so, darüber habe ich mich auch mal mit Axel gestritten vor ein paar Jahren, weil Axel dann meinte, er wäre ein Sommermensch. Habe ich nur gesagt, hä, du bist kein Sommermensch. Da habe ich auch gesagt, wie äußert sich das denn bitte, dass du ein Sommermensch bist? Da hat er nur gesagt, naja, ich mag halt warmes Wetter mehr als kaltes. Ich so, aber du gehst nicht gern schwimmen, du gehst nicht gern irgendwie in Park, du gehst nicht gern spazieren, du gehst nicht gern an den Strand, du verreist nicht gerne, du bist kein Sommermensch. Hat er sich tierisch darüber aufgeregt, dass ich ihm sage, was er ist, dass ich das gar nicht zu sagen hätte. Ich meine, ja gut, aber trotzdem, er ist kein Sommermensch, ist einfach so. Ja, Winter und Herbst halt. Ich meine, er ist ein absoluter Stubenhocker. Und er schwitzt jetzt auch nicht gerne im Sommer. Also würde ich ihn schon sowas wie, ja, Herbst
Frühling nennen, weil auch Winter auch nicht. Yes, ich bin Erster. Yes, ich werde Erster. Nice. Es gibt auch eine Trophy, glaube ich, wenn du 20 Mal Erster wirst bei diesen. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Oh, bist raus. Mist. Sade. Auf jeden, ich wollte mir das eine Lied von der Sade mal in meine Liste tun. Ich gehe raus. Ja, aber ich meine, gehst du jetzt gerne, wie findest du das so bei so einem Wetter zur Arbeit zu gehen? Ja, wie findest du das bei so einem Wetter zu arbeiten? Nein, tut er nicht. Deswegen, es ist völlig arbiträr und ohne Basis, dass er einfach mal gesagt hat, er wird Sommermensch. Ja. Also. Es gibt bestimmt Menschen, so Bauarbeiter oder sowas, die dann gerne mal ein bisschen ins Schwitzen kommen oder so. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die bei dem Wetter gerne arbeiten? Ich schon. Leute, die vielleicht auch unbedingt gerne mal Haut zeigen wollen. Models? Achso, ja, Models zum Beispiel, ja. Alles noch drin. Gleicher. Jetzt. Gott, wie lange ich scrollen muss, um dich zu finden, ey. Ah, Mist. Frustriert dich das jetzt? Ich will nicht, dass du dich jetzt. Was machst du? Du gehst wohin? Ach, weinen. Oh, ich will nicht, dass du weinst. Ja, ich will jetzt aber auch nicht, dass du hier total frustriert bist. Also ich will hier nicht nötigen zu bleiben. Aber wenn du keinen Spaß hast. Ich hab Spaß. Okay, soll ich raus? Warte, dann gehe ich mal raus. Okay, eine Runde noch. Ja, gute Frage, ne? 16:30 Uhr. Ja, vielleicht zocke ich noch ein bisschen weiter hier. Oder ich gucke ein bisschen YouTube. Oh, welche?
Nie gehört. Aber bist du runtergefallen? Echt, obwohl du sind, guckst du trotzdem durch? Kannst du doch schön bei Wikipedia bestimmt nachgucken. Ist sie neu, die Serie? Da stehen wieder alle da an der Ecke. Na, nicht springen, nicht springen. Laufen, laufen, laufen. Ja, ich war Erster. Ich hatte richtig Glück. Ja. Wenn es so auf Kipp steht, bloß nicht springen. Lieber versuchen zu laufen. Klappt halt auch manchmal nicht, aber ist auf jeden Fall die bessere Methode. Nice, 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 nice. Yes. Es gibt ja auch eine Trophy dafür, wenn dass du bei so einem Rennen, dass du Erster wirst, aber bevor du ins Ziel einläufst, dass du nochmal so ein Emote machst. Kennst du die Emotes, die man hier machen kann mit dem Steuerkreuz? Achso. Dass du quasi nochmal so eine Bewegung. Ach, wie heißt das? Wie wäre denn der deutsche Begriff dafür halt so? So ein. Na, ja, du bist. Du. Okay. Schaffst du doch. Nee, andere Seite, andere Seite, andere Seite. Andere Seite. Ja. Ah, wie ärgerlich. Nee, 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 nee. Aber warst du zu ungeduldig? Oh gut, der hat es eh nicht mehr geschafft. Okay, viel Spaß. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht zu sehr frustriert. Ja. Ja, gut. Von mir aus wäre ich gerne. Kannst du mir dann erzählen, wie es bei DBD läuft? Kannst du ja vielleicht den Frust. Ja. Was haben sie denn geändert? Stimmt, ich hatte gerade irgendwie bei Twitter irgendwas gelesen, dass irgendeiner geschrieben hat, dass das so krass geändert wurde, das Spiel momentan. Hatte dem auch nicht gefallen. Was machst du da nebenbei? Was trinkst du? Effekt? Miralwasser. Oh, unbedingt mit. Ohne finde ich richtig widerlich, muss ich sogar sagen. Ja. Und dann auch nur, wenn ich gerade am Verdursten bin, weil es 37 Grad sind und ich gerade Training hatte oder so. Ansonsten finde ich stilles Wasser richtig eklig. Ich kann ja nicht sagen, wieso, aber ich finde es wirklich eklig. Ich habe gerade wieder so ein Teamspiel und mein Team steht nicht gut da.
Fuck! Ich habe gerade den Ball aus unserem Teambereich geschossen. Aber. Yay, yeah, ich komme weiter. Nice. Next round. Achso, ja, ich sollte ja aufnehmen für dich.